Nach Hitler-Aussage, PAOK-Trainer Luchescu zur Kasse gebeten. Ein Hitler-Vergleich kommt dem Trainer des griechischen Fußball-Erstligisten PAOK Saloniki teuer zu stehen. Der Rumäne Razvan Luchescu, 49, muss wegen fragwürdiger Aussagen in einem Interview 28.000 Euro zahlen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Luchescu hatte sich nach einem Punktabzug gegen PAOK wegen Fanausschreitungen in der vergangenen Saison beschwert. Punkt. So etwas ist in der Geschichte des Sports, in der Geschichte des Fußballs, nur in Hitler-Deutschland passiert, sagte Luchescu www.fanatik.ro.